Man muss alle Mittel im Leben, man muss alle Mittel ausschöpfen, um etwas zu erreichen. Und hier auch, dass die Götzendiener von Quraysh, dass die Götzendiener von Mekka mehr waren und sie haben von allen Themen, das wird, sei es Leute, Waffen, Geld, alles waren sie mehr. Das wird eigentlich die logische Erklärung wäre, 1000 Leute gegen 300. Wer gewinnt? Die 1000. 300 haben zwei Pferde. Die anderen haben 300. Das ist die Sache, das Logische. Aber die Bedingungen und die Mittel allein sind nicht Anlass genug, dass Allah subhanahu wa ta'ala jemanden den Sieg gibt. Und Allah macht das als Prüfung für die Leute. Es kann sein, dass die Kuffar mehr sind und die Muslime weniger und die Muslime gewinnen. Und es kann umgekehrt sein auch. Und wenn aber die Kuffar über die Muslime sind, dann ist das nicht dauerhaft, sondern das ist für eine bestimmte Zeit. Und dann kommt die Befreiung von Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, der Allmächtige. Keiner kann verhindern, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, subhanahu wa ta'ala. Al-Hakim, er tut alles an die richtige Stelle, subhanahu wa ta'ala. Deshalb, es kann sein, dass die Mushrikin, dass die Götzendiener die Muslime besiegen. Aber das bleibt nicht ewig. والله تعالى أعلم وأعلم.